Hochsommer im April? Anfang April wurden in Teilen von Deutschland Höchstwerte von mehr als 30 Grad gemessen. Aber ist das schön oder doch eher problematisch? 2023 war das weltweit wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und Europa erwärmt sich von allen Kontinenten am schnellsten. Momentan verfolgt die EU das Projekt, bis ins Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Also wenn dir das Thema Klimaschutz am Herzen liegt, dann geh wählen am 9. Juni. Weitere Informationen dazu findest du in der Beschreibung. Wir wählen unsere Zukunft. Welche Zukunft wählst du?